Geliebte Muslime, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wurde am letzten Dienstag unsere Schwester Rana al-Esmar von einem ihr unbekannten Mann brutal attackiert, beschimpft und auf brutalste Weise geschlagen. Die Videoaufnahmen zeigen, wie drei Musliminnen in einem Café in Sydney zusammen an einem Tisch sitzen, worauf sich plötzlich ein aggressiver Mann nähert, die drei Musliminnen anschreit und kurz darauf beginnt, eine der Schwestern mit vielen Faustschlägen und Tritten zu Boden zu schlagen. Eine weitere Gewalttat also, die nur auf ein Motiv zurückführbar ist, nämlich den puren Islamhass. So berichtet die Daily Sabah, dass sich der Täter, also ein 43-jähriger Australier mit kroatischen Wurzeln, zunächst islamfeindlich äußerte, bevor er an den Tisch der drei kopftuchtragenden Schwestern herantrat und unsere hochschwangere Schwester Rana mit 14 Schlägen niederschlug, worauf er ihr noch zweimal auf den Kopf trat, ehe er von eingreifenden Personen, von dem der am Boden liegenden Schwester, weggezerrt werden konnte. Geliebte Muslime, die Aufnahmen müssen uns vor Augen führen, was es für uns bedeutet, wenn antimuslimische Narrative in die Gesellschaft Einkehr halten. Wir müssen uns klar machen, dass die politische Agenda dazu geführt hat, dass Muslime und hier ganz besonders das Kopftuch öffentlich als potenzielle Feindbilder markiert wurden, was einen Teil der Menschen gegen muslimisches Leben in westlichen Gesellschaften aufgehetzt hat. Die politische Stimmungsmache, mit der die Menschen tagtäglich medial bestrahlt werden, hat schon lange zur Konsequenz, dass gegen Muslime gewaltsam vorgegangen wird. Und hier trifft es ganz besonders Frauen, welche durch ihre islamische Kleidung auf den ersten Blick als Muslime identifizierbar sind. Dass dieser brutale Akt nun in Australien stattfand, hat nicht mit dem Ort zu tun. In Australien existieren auf politischer Ebene dieselben Verbotsdebatten, sei es über den Gesichtsschleier oder sei es über das Kopftuch muslimischer Schülerinnen, genauso wie auch in Deutschland. Es sind dieselben Narrative und auch dieselben medialen Berichterstattungen, welche innerhalb der Gesellschaft der Muslime kursieren. Und es ist dieselbe öffentliche Meinung und gesellschaftliche Atmosphäre, welche aufgehetzte Bürger gegen Muslime gewaltsam vorgehen lässt, wobei wir feststellen müssen, dass hier die Hemmschwelle immer weiter sinkt. Politische Slogans wie "Wir sind nicht Burka", "Das Kopftuch ist das Leichentuch der freien Gesellschaft" oder "Kopftuch bei unter 14-Jährigen ist pure Perversion". Genau das sind politische Kampfansagen an die islamische Community. Und diese Kampfansagen sollen bewirken, dass Menschen sich mit diesem vermeintlichen Kampf identifizieren und ihn in Form der politischen Agenda gutheißen und befürworten, also quasi als ihren Kampf mitkämpfen. Dass diese Assimilationspolitik und die Art ihrer Vermittlung ein hohes Aggressions- und ja Gewaltenpotenzial in sich bergen, liegt hierbei ganz klar auf der Hand. Bezeichnenderweise wird genau in dem Moment, während wir diese Stellungnahme aufnehmen, auf dem CDU-Bundesparteitag ein Antrag zum Kopftuchverbot an Schulen erneut diskutiert und ja auch wieder ins Spiel gebracht. Und hier müssen wir endlich eine Verknüpfung erkennen, geliebte Muslime. Denn in dem Moment, wo ein Politiker oder Islamhasser über ein Kopftuchverbot spricht, müssen uns die Bilder von Sydney und Rana al-Esmar einfallen. Bei dieser Assimilationsagenda, den Verbotsdebatten und der Politik der Wertediktatur gegenüber uns Muslimen ist es bei weitem nicht verwunderlich, wenn diese letztendlich dann auch in physischer Gewalt in Form von Attacken und Übergriffen münden. Das muss uns ganz klar bewusst werden, geliebte Muslime. Und dementsprechend aufmerksam und sensibel müssen wir auch mit dieser Thematik umgehen. Die politischen Entwicklungen in Deutschland müssen einen Schwerpunkt in unserer Aufmerksamkeit einnehmen. Denn schließlich geht es hierbei am Ende der Kausalkette um nicht weniger als die Sicherheit unserer Frauen und Kinder. Dies gilt sowohl bei der Sicherstellung der Bewahrung unserer islamischen Identität, als auch bei der Sicherstellung unserer körperlichen Unversehrtheit. Wir müssen begreifen, dass wir alle aktuell in Deutschland vor der Aufgabe stehen, diese in Sicherheit bringen zu müssen. Und aus diesem Verantwortungsbewusstsein heraus müssen unsere Gedanken und Handlungen resultieren. Liebe Muslime, sind wir doch einmal ehrlich zu uns selbst. Uns erreichen noch beinahe tagtäglich Nachrichten, auch wenn wir uns nur auf den deutschsprachigen Raum hierbei beschränken, in denen speziell Frauen mit Kopftuch beleidigt, bedroht, angespuckt oder gar körperlich angegriffen werden und hier von anderweitigen Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen, mit denen muslimische Frauen im täglichen Leben konfrontiert werden, hier einmal ganz zu schweigen. Deshalb ist es gerade jetzt wichtiger denn je, dass wir diese Erkenntnisse kanalisieren und in eine grundsätzliche Haltung einfließen lassen. Und diese muss lauten: Nein zur politischen Hetze, Nein zum Kopftuchverbot und Nein zur Wertediktatur. Dies ist, wozu wir euch als Projekt Realität Islam aufrufen und wofür wir auf eure Unterstützung zählen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
So heißt es sinngemäß, die gläubigen Männer und gläubigen Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Liebe Muslime, erst wenn diese Community in gemeinsamen Anliegen denkt und die Bewahrung der islamischen Identität und die Beendigung der aktuellen Islampolitik als ein gemeinsames Projekt begreift, indem ein jeder von uns sich im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligt, erst dann ist eine erfolgsversprechende Vorgehensweise möglich. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen beistehen und uns die richtigen Handlungen zur richtigen Zeit vollziehen lassen.